Ja, herzlich willkommen hier zu Part 2 von The Forest. Ja, Freunde, ihr wundert euch, warum ich jetzt nicht mehr in der Höhle bin. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe mich gespeichert und schon konnte ich neu anfangen. Ja, heute habe ich mal für euch herausgesucht, dass wir uns heute mal eine kleine Hütte bauen. Und ja, am besten aber nicht hier. Ja. Schauen wir mal ein bisschen rum hier, was wir so finden, wo wir vielleicht einen guten Platz finden werden. Für ein Shelter, für ein kleines Lagerfeuer. Suchen wir einfach mal ein bisschen die Gegend ab hier bei The Forest. Ja, letzte Folge haben sie mich leider in die Hülle reingeschmissen, sage ich jetzt mal. War ja ein guter Anfang, aber... ich habe leider nicht gespeichert. Ja, das ist schlecht. Gut, dann schauen wir jetzt einfach mal, wo wir uns ein kleines Shelter bauen können. Uiuiuiui. Wir sind gerade hier in Feindesgebiet. Also sollten wir uns nicht so weit an die Hütten wagen, weil unsere Freunde sonst böse werden. Die sagen, halt, bis hin und nicht weiter. Ja, sagen wir mal, wir laufen jetzt mal hier in die Richtung und bauen uns dann mal ein kleines Shelter hier in der ersten Folge und versuchen die erste Nacht zu überstehen. Ja, Freunde, ganz langsam. Nein. Nein. Ja, verschwinden wir hier. Ich glaube, das ist ihr Bereich, wo sie sich aufhalten. Ja, ich sage mal, rennen wir jetzt mal ein wenig hier runter zum Meer. Und suchen uns da unten irgendwas. Ja, Freunde, vielleicht nicht ganz ans Meer. Das ist vielleicht nicht so günstig, wenn man hier überleben will. Hier bei Survival. In einem Survival-Horror-Game für euch rausgesucht, euer Part 2. Ja, würde ich sagen, bauen wir unser Shelter gleich hier hin. Dafür geben wir in unser Survival-Buch. Ja, warum zitter ich jetzt so? Ist das irgendwie... ja, bauen wir uns erstmal ein ganz normales Shelter mit Laub und Essen. Am besten. Ja, ja, Freunde, was haben wir denn schon? Wir haben ein paar Blätter gesammelt. Das wird aber nicht ganz ausreichen. Werden wir noch diesen Baum hier fällen? Ja, legen wir mal dieses blöde Handy hier weg. Fällt. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt hier Äste. Aber ich glaube, die werden noch nicht ganz reichen. Werden wir gleich mal hier den Busch hier noch abholzen. So. Vielleicht den noch mit. Ja. Warum kann ich jetzt hier den Baum nicht fällen? Oder abholzen. Ja, wahrscheinlich ein Gummibaum. So, hier sieht es ja nochmal ganz gut aus. Ja, dann schauen wir mal, wie es mit unserem Essen aussieht, ob es gereicht hat. Ja! Fast! So, was brauchen wir denn jetzt noch? Ich habe jetzt nicht ganz... 14... ach, ein paar Äste brauchen wir noch. 14 Äste insgesamt. Ja, die werden wir noch natürlich hier finden. So.
da ist es. Ja, jetzt dürfte es aber reichen. Ja, das ist unser Shelter hier für die Nacht. Dann werden wir mal kurz abspeichern. Und das hat mir letzte Folge gefehlt. Das war unser Problem. Und da werden wir uns gleich noch hier ein Lagerfeuer hinbauen, dass uns nicht so kalt wird. Am besten bauen wir uns dann gleich mal ein ordentliches mit Steinen. Wo setzen wir denn das mal hin? Ja, tun wir es am besten hier hin. Ja, natürlich müssen wir jetzt schon wieder hier sammeln. Steine brauchen wir. Ja, und immer die Umgebung in Obacht behalten. Ne? Man weiß ja nicht. Scheiß Möwe hier. Na! Seweile! Haut ab! Ja, ich habe nämlich eine leichte Phobie gegen Möwen. Ja, gleich noch den hier mit. Ja, jawoll! Doofe Möwe. Federn. Das ist ja sehr, sehr gut. Mal sehen, wie wir die irgendwie benutzen können für irgendwas. Ja, jetzt fängt es an zu schiffen. Das ist wieder wunderbar. Das gefällt mir hier. Gott sei Dank haben wir unser nicht vorhandenes Shelter. Ach ja. So. Ja, wir brauchen noch ein paar Äste und 6 Steine. Die werden wir doch natürlich jetzt irgendwie finden. Was ist das hier? Brennnessel oder was ist das? So, hier finden wir noch einen schönen Äste, wie ich das gehört. Ein paar Äste noch mitnehmen. Wir brauchen ja natürlich noch welche. Steine, Steine über Steine. Ja, wir haben so viele Äste, also müssen wir die jetzt erstmal weiter rüberbringen, oder? Tja, wenn ich aber immer mal mein... Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Nein. Na! Wieder die Frau mit ihrer Woche. Aber diesmal nicht, junge Frau. Diesmal erklärst du den Krieg! Ja! Super! Problem 1 gelöst! Natürlich nehmen wir hier den Kopf mit. Als Souvenir. Ja, trotzdem fehlt uns jetzt noch ein paar Steinchen. Die findet man nur hier. Und hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Ich denke, dass hier noch mehr hocken und einfach bloß warten, bis ich ungeschützt irgendwo draußen in der Wildnis bin, wo sie mich dann angreifen können. So, ich habe ein Problem. Ich finde mein Shelter nie. Verdammter Mist. Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal einen Wegpunkt hier setzen. Hä? Wo ist denn das hin? Wir haben es wieder gefunden. Ja, es ist einfach nicht alles so einfach hier bei The Forest. Nur noch ein Blättel mitnehmen. So, noch ein bisschen. Ah, Steine. Äste. Können wir nicht mehr mitnehmen. Ich habe schon genug. Also brauchen wir jetzt noch Steine. Gut. Okay, was könnte man denn hier noch mitmachen? Gar nichts. Vielleicht finden wir hier noch ein paar. Wunderbar, das habe ich gesucht. Ein Tennisball.
Was soll ich mit einem Tennisball? Natürlich Möwen abschießen. Aber das geht da wieder mal nicht. Also müssen wir... Stirb! 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 Wieder dieser Tennisball hier. Was soll der uns... Dieser Tennisball... sagen? Tötet die Möwen! Hitchcock! Ja! Ich glaube, mit diesen Viechern werde ich mich nie anfreunden. So, gehen wir zurück zu unserem Shelter, weil wir müssen ja unser Lagerfeuer nun endlich mal fertig bekommen. Es ist zum Mäusemelken. Ich habe das so gut gebaut, versteckt, dass ich es selbst nicht mehr finde. Schalter, hallo, wo bist du? Hä? Wo zum Teufel ist mein Schalter hin? Dieses Spiel ist mysteriös. Es verschwinden Dinge. Ah! So, Freunde. Es ist nicht so einfach. Wir haben nämlich wieder keine Steine gefunden. Ach, Mann. Ja, dann nehmen wir nochmal den mit hier. Ja, noch ein Stein brauchen wir und der liegt natürlich hier. Wir suchen uns den Arsch ab und es liegt ja alles vor der Haustiere. Wunderbar, wunderbar. Machen wir gleich das Feuer an. So, damit heißt es willkommen hier bei unserer ersten Lagerstelle mit Pilzen, Feuer und einem Dach über den Kopf. Was will man mehr? Und schon wird der Besuch von den Nachbarn. Das ist so geil, das ist so herrlich. Ich werde ihn gleich mal begrüßen gehen. Freut mich auch, Sie kennenzulernen, junge Frau. Sie suchen bestimmt Ihre Schwester. Ja, die habe ich leider heimgeschickt. Na. Ja, genauso wie Ihre Schwester, genauso blöd ist sie in meine Falle gerannt. So. Ja, wir haben auch ganz blöd gebaut. Aber wir wollen ja ein bisschen die Action suchen hier. Und dann bauen wir gleich in die Nachbarschaft von unseren Freunden, die uns herzlich begrüßen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach Nahrungsjagd. Hier haben wir noch eine Feder mit. Hier noch ein Steinchen. Und dann werden wir mal unser Glück versuchen und etwas zu essen suchen. Ja. So, es wird nämlich langsam dunkel hier und das ist nicht so praktisch bei The Forest, weil in der Dunkelheit jagen unsere Freunde, unsere Nachbarn. Sie kennen keinen Supermarkt, sie kennen nur Nachtwanderungen. Ja, versuchen wir hier noch ein bisschen Essen zu finden, dass wir die erste Nacht hier überstehen können bei The Forest. Ja, geh doch mal rüber! So, dieser Koffer geht wahrscheinlich nicht auf, dann nehmen wir mal den hier. Ja, wieder mit einem Tennisball, wie sich das gehört. So, und das wird jetzt auch mein letzter Akt sein hier in dem Part 2. Wir töten noch eine Möwe. Und hoffen, dass sie weniger werden. So, meine Lieben, das war der Part 2 von The Forest, den Survival Horror Game. Hier mit euren Danny und dem Möwen. Ja, bis zum nächsten Part. Tschüssi.